Hallo, Leute, jetzt wieder Xi. Und es geht weiter mit Mega Man Zero 3. In der letzten Folge haben wir. X erledigt, bzw. Copy X. Und durch eine Gesetzgebung hat Dr. Whale nun die Macht in Neo Arcadia an sich gerissen. Nun wollen wir erstmal Informationen über ihn suchen. Und natürlich auch die Streitkräfte von Neo Arcadia wieder schwächen. Und das ergibt für uns wieder vier weitere Missionen, bei denen ich schon genau weiß, in welcher Reihenfolge ich sie machen werde. Wir beginnen mit Voltil Biblio. Die Ruhen einer antiken Bücherei wurden gefunden. Sie ist im Inneren vollkommen überschwemmt. Es könnte immer noch sein, aber es könnte dort immer noch einige Daten geben. Wir möchten, dass du nach Daten über Whale oder Omega suchst. Akzeptierst du? Ja. Yeah. Die Mission ist in Ordnung. Denk mal, die sollten wir soweit hinkriegen. Tu nichts Gefährliches, Zero. Zu spät, fürchte ich. Zu spät. Geh bitte zuerst zum Datenraum. Bei diesem Raum besteht die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er Informationen über Whale und Omega enthält. Yep. Ein interessantes Level. Fürwahr. Aber durchaus auch ein recht gefährliches. Das größte Problem in diesem Level besteht darin, dass wir hier immer wieder dieses Wasser haben, das ab einer gewissen Höhe von Elektrizität durchflossen wird und uns dementsprechend natürlich Schaden zufügen würde. Der Grund dafür sind diese Kabel. Leider können wir diese Kabel nicht abschneiden, wie sonst immer. Aber naja, was soll man machen? Müssen wir eben warten. Was mich persönlich ein bisschen wundert, ist, dass die Bücher hier teilweise noch so gut erhalten sind. Ich meine, immerhin wurde diese Bücherei als antik bezeichnet. Dementsprechend dürfte hier alles schon sehr, sehr alt sein. Aber naja. Und irgendwie wird es gerade ein bisschen repetitiv. Weg mit dir, Spinnchen. Krieg ich nicht mehr. Ach Mist. Moment. Ich öffne die Kiste. In solchen Kisten können sich leider auch Leben befinden, daher. Ne. Ja, habe ja nur Lebenspunkte dafür verloren. Ne. Mist. Okay. Dann werde ich bei der einen vor den Stacheln einfach kurz warten, bis die Elektrizität weg ist. Und dann weitergehen. Naja, wir haben jetzt wieder Leben. Natürlich. Danke, Schildkröte. Gehen wir wieder hier durch. Ja. Entschuldigung. Ich möchte halt auch nicht durchhetzen, bevor ich dann am Ende mordsmäßig Schaden von den Kabeln kriege. Das muss ich dann auch nicht riskieren. Also, von den Kabeln, vom Strom.
von der Elektrizität. Aber ja, sollte der Schwierigkeitsgrad Ultimate wirklich zur Folge haben, dass man raus hier. Ich glaube, ich denke, das war die sinnvollste Lösung. Weiß nicht, wie ich da. Ich glaube, ansonsten wäre ich da nicht wirklich durchgekommen. Das ist der Datenraum. Bitte such nach Informationen über Whale an dieser Konsole. Nachdem du danach gesucht hast, wird der Ort angezeigt, an dem sich die Daten befinden. Bitte begib dich zu diesem Gebiet und hole die Daten zurück. Vier Übereinstimmungen. Whale, Omega, Dark dunkle Elfe, Elfenkriege. So, erstmal Dr. Whale. So, und hier müssen wir. Hier müssen wir jetzt schauen, wo es die Übereinstimmungen gibt. Yep, okay, bla bla. Ja. Und jetzt müssen wir diese Daten eben nacheinander suchen. Und da wir ja jetzt nicht mehr nach den ganzen Disketten suchen, wie damals im Let's Play, kann ich auch einfach direkt zu diesen Räumen hingehen. Ach ja, die Gegner. Sehr nützlich in Mega Man Zero 4. So, hier gibt's auch keine Elektrizität mehr. Ja, Zero, du musst auch nicht angreifen. Ist nicht unbedingt nötig, ne? So, das dürfte hier gewesen sein. Ja. An dem Hintergrund merkt man immer schon, dass da wichtige Daten gewesen wären. Wisst ihr was? Nö. Nö, die will ich nicht. Wer das Spiel kennt, der weiß den Grund. Ich habe meine Gründe dafür. Die haben ein interessantes Bewegungsmuster, diese Gegner. Na gut, dass unsere Sprungattacke immer so viel stärker ist. Gut, dann lassen wir uns die nächsten Daten geben. Die wollen wir als letztes. Omega. Haben wir vier blaue in der Tetris-Form. Ansonsten gelb. Das Schöne an den Gegnern wird sein, genau, wir können hier unseren Energietank schön wieder auffüllen. Von daher ist der Weg jetzt gar nicht mal so schlimm. Das Einzige, was mich jedes Mal wieder nerven wird, ist dieser dumme Fisch. So. Naja, das muss also hier irgendwo sein. Gehen wir mal hier in die Reihe. Und hier haben wir es schon. Das war nicht schwierig. Omega-Daten. Datei Nummer 815156, Omega. Der ultimative Reploid, erschaffen von Dr. Whale. Er besitzt unglaubliche Kraft, wenn er mit der dunklen Elfe kombiniert wird. Er wurde in den Weltraum verbannt, um einen weiteren Elfenkrieg zu verhindern. Wenn ihr diese Daten analysieren könnt. Wenn wir diese Daten analysieren, könnten wir vielleicht etwas Neues über Omega herausfinden. So, wieder zurück. Ja, bald haben wir ihn voll. Denke ich. Vollkommen genutzt haben wir ihn ja nicht gegen Copy X.
dunkle Elfe. Wieder eine Tetris-Form in Blau. Ich denke mal, man sollte lieber danach suchen, als sich die weiteren anzuschauen. Wenn man versucht, sich alle neuen zu merken, denke ich mal, macht man sich am Ende noch mehr Arbeit als nötig. So. Nein. Okay, die obere und untere Reihe kann es nicht sein. Habe ich mich gerade vertan? Was vielleicht doch? Ja, es war anscheinend doch mehr. Okay, habe ich. Ja, so willst du nicht alles anschauen. Dark Elfen. Dunkle Elfen-Datei. Daten. Datei Nummer 351848, Dunkle Elfe. Offiziell bekannt unter dem Namen Mutterelfe. Erschaffer ist unbekannt. Diese Cyberelfe wurde ursprünglich erschaffen, um Maverick-Programme wiederherzustellen. Um Maverick-Programme wieder in ihren ursprünglichen Status zurückzuversetzen. Aber die Mutterelfe wurde von Dr. Well verändert, damit sie genutzt werden konnte, um Reploiden zu manipulieren, indem sie ihre Programme frei umschrieb. Auch wenn das organisierte Kämpfen der Reploiden... manipulierte Kämpfen der Reploiden durch die Mutterelfe die Kriege beendet hat, wurde diese schreckliche Kraft weggesperrt, um Missbrauch zu verhindern. Die dunkle Elfe also. Was ist nur los? Wenn wir diese Daten analysieren können, könnten wir dazu in der Lage sein, könnten wir eventuell etwas Neues über sie herausfinden. Zwischendurch muss man die Sätze einfach nochmal neu formulieren, wenn man bestimmte Komponenten dazu bekommt. Das sind halt einfach gewisse sprachliche Barrieren zwischen der deutschen Sprache und der englischen. Da kann man herzlich wenig machen. So. Dann noch die letzte. Theoretisch könnten wir auch einfach durchprobieren, ne? So viele wären es eigentlich auch nicht. Aber machen wir mal das, was das Spiel gerne hätte. Die Elfenkriege. Sind zwei gelbe übereinander und so eine Form blaue. Okay. Hoch mit dir. Passe ich auch auf dich auf? Nein, aber das da unten könnte es sein. Yep, da haben wir es. Den Raum wollte ich auf keinen Fall als letztes haben. Du hast die Elfenkriegdaten bekommen. Komm an, 945388, Elfenkriege. Ende der... Kriege, Cyberelfen, benutzt, von diesen, Elfenkriege, dass wir, dunkle Elfe und Kopien, verbessere die Kraft von, während, nach dem Willen, das Schlimmste der Krieg Ende
Möglicherweise 90%. Ich finde diesen Abschnitt so super. Ausgelöscht. Zero? Sieht so aus, als wäre diese. Als wären diese Daten kaputt. Ich denke, wir könnten sie wiederherstellen. Wir könnten sie in der Basis wiederherstellen. Ich danke dir, Zero. So, raus hier. Den Raum wollen wir nicht. Welchen Raum wir aber sehr wohl wollen, das war. Welcher war das nochmal? Der hier, oder? Habe ich hier die letzten Daten liegen lassen? Nein. Ach nee. Dann. Ah, hier war's. Nee, Mann, da war. Da waren wir gerade. Dämlack. Ja, ich will jetzt gerade nicht mehr zurückgehen. Moment. Nein. So eine Tür war es aber nie. Nee. Da waren wir gerade. Das ist auch nicht. Da waren auch schon Daten drin. Ah, hier haben wir es. Da sind unsere letzten Daten. Du hast Wales-Daten bekommen. Datei Nummer 650326. Dr. Whale. Von Neo Arcadia. Erschaffer von Omega. Er hat die Mutterelfe verändert. Was die Elfenkriege auslöste. Er wurde nach den Elfenkriegen von Neo Arcadia vertrieben. Wenn wir diese Daten weiter analysieren, könnten wir eventuell mehr Informationen über Whale herausfinden. Bekommen. Wer wagt es, in mein Territorium einzudringen? The Zero! Du bist es also! Ich bin Voltil Biblio, von Whales Kriegern. Was ist es, was du da hast? Gib diese Daten zurück. Sofort. Der ist ein bisschen verrückt, wie wir gleich hören werden. Der setzt einfach alles durch Strom. Erledigt! Erster Versuch. Knapp, aber ging. Was ist mit dir los? Du stellst dich gegen Lord Whale? Hast du denn keine Angst vor ihm? Du bist verrückt! Ah! Ich denke, während des Kampfes hat man schon verstanden, warum ich ihn so gesprochen habe, wie ich es tat. Shadow Dash Footchip. Ja. Noch nicht der, den ich haben möchte, aber mal abwarten. Transfer. Zero, ich danke dir. Ich analysiere all die Daten, die du zu uns zurückgebracht hast. Wir könnten damit herausfinden, was Whale versucht zu tun, indem wir die Daten der Vergangenheit analysieren. Ich werde mein Bestes tun. Gut, damit haben wir die erste der vier Missionen erledigt. Wie gesagt, so schwierig ist die Mission nicht, aber die anderen haben es durchaus in sich. Speziell die Bosse. Ich glaube, den wir beim nächsten Mal machen, das wird schon ein bisschen länger, bis wir da zum Boss kommen.
Aber wir werden sehen. In dem Sinne würde ich sagen, Sie wissen, ich bin nächstes Mal wieder bei Mega Man Zero 3 im Hard Mode. Ich bin Xy. Bis dann. Leute, ich weiß nicht, ob ich es zweimal gesagt habe, aber bis dann. Ciao.